Hallöchen da draußen, herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Mit Betonung auf Dark, wird ständig schwarz vor Augen. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Komm, wir laden nochmal Odds 2 und gucken mal. Never been so hungry in my life. Mindestens. Und wir gucken mal, ob wir den Dude erreichen oder die Dudette oder wer auch immer das da war. Soll ich einfach mal rennen? Soll ich mal rennen? Achso, da ist der Wolf. Moment, dann erstmal langsam. Ganz langsam rennen. Ja. Yep. Dumm-di-dumm-di-dumm. 30 Minuten wolltet ihr sagen, oder? Mhm. Hi. Wenn das da rechts unten so rot leuchtet, ach, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht durch den Chat, bedeutet das dann, dass er sich irgendwie, dass er ein Upsi gemacht hat, oder... Ganz ruhig. Na, manchmal blinkt es da so rot auf irgendwie rechts unten. Ich bin mir nicht sicher, was er mir damit sagen will. Warm Ort, ja, wahrscheinlich ist das die Unterkühlung. Das könnte auch sein. Wow. Looks like some kind of radio tower. Oh, ist ja noch weiter weg, als ich dachte. Closer to civilization than I thought. Okay, er ist zuversichtlich. Ich bin sehr gespannt, ob der Leichnam etwas für uns übrig hat. Das wäre echt voll praktisch. Ja, das fände ich voll gut. Ist da irgendwas? Moment mal, hängt da was? Moment. Nee, es sind glaube ich nur Blätter oder irgendwas. Ja. Da ist doch nichts. Boah, ich könnte halt noch ein bisschen Fleisch essen, theoretisch. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Ich versuche mich zu beeilen. Komm. Der größte Feind bist du selbst. Ich würde es ja gern versuchen. So unbeholfen. Naja, ich brauche Hilfe. Das ist richtig, ja. Komm, ich will wissen, was es da gibt. Wir brauchen halt irgendwie eine Höhle oder irgendwas. Wow. Ja. Someone's just sitting here, frozen. Ja. Great. A town. Maybe I can. Eine Stadt. Schmerzmittel, ja. Ja, das ist alles. Geil. Oh mein Gott, da leuchtet echt Licht. Da leuchtet echt Licht. Was? Oh Mann, kann man sich hier ein bisschen verstecken? Na, ja, theoretisch, aber ich habe ja wieder nichts zum Feuer machen, ne? Nope. Lageraktion, Tagebuch, Essen, Lichtquellen, Streichhölzer. Nee, wir müssen echt erstmal irgendwo Unterschlupf finden, ansonsten ist schlecht. Ansonsten ist ganz schlecht. Au. Nee. Nee, das schaffen wir im Leben nicht. Das schaffen wir im Leben nicht. Vielleicht sollten wir nochmal... Sagt es mir. Sollen wir nochmal weiter vorher anfangen, wo wir das Feuer hatten? Oder ist es in irgendeiner Welt möglich, das zu schaffen mit dem Spielstand, den wir haben? Look. Smoke from that chimney. Ich freue mich. That means someone's home. Ja, untersuche das Haus. Ja, das werden wir aber nicht schaffen. Ich fürchte, das werden wir nicht schaffen. Anyone out there? Boah, ist der am Rumstolpern. Meine Fresse. Boah. What happened here? Boah. Ja, ich drücke nach vorne. This whole area looks like it's come, been for a while. Komm schon. Boah, ey, aber in das Haus muss man auch irgendwie reinkommen, oder? Könnte ich mir vorstellen. 31 Minuten mehr. Oh mein Gott, da waren wir noch da hinten. Ich muss irgendwie... Entweder irgendwie Feuer machen oder wir müssen uns noch mehr beeilen und zu dem Haus gelangen. I could eat a horse. Ein Pferd, das ist auch eine gute Idee. Das ist eine super Idee.
Besteht denn generell die Möglichkeit, dass ich hier vielleicht irgendwo noch Zunder finde? Das würde ich halt gern wissen. Dann würde ich halt mich genauer umgucken, anstatt dann wieder loszurennen. Tja. Tja, tja, tja. Ja, und das Rumrennen ist wahrscheinlich an sich auch nicht so eine super geile Idee. Das Schilf. Das Schilf. Also das hier. Das klingt an sich nach einer guten Idee. Sehe ich jetzt hier gerade aber nicht. Naja, Gesundheit habe ich noch, ja. Ja, aber die geht halt echt hart runter, einfach durch die Kälte, ne? Also klar, sicherlich auch durch das blöde Rumstaxen von mir und runterfallen und so. Das ist schon klar. Wir können es halt nochmal mit Rennen probieren, aber dann müssen wir es direkt machen, weil jetzt ist schon wieder zu spät. Würde ich einfach nochmal laden. Ich nutze die Gelegenheit, mal eben mich hier noch ein bisschen umzugucken. Ich nutze die Gelegenheit gerade nochmal, mich ein bisschen hier umzugucken, ob es hier noch irgendwo was gibt. Wow, was ist das denn? Der Wind hilft halt auch nicht so viel, ne? Ich glaube, hier ist irgendwie nicht so viel. Ist auch echt dunkel. Wie viel nutzt eigentlich so ein Streichholz als Lichtquelle? Nur mal so Interesse halber. So ein bisschen. Na, okay. Das kann man ja völlig vergessen. Und ja, ich weiß, ich gehe in die andere Richtung als die wir eigentlich vorhatten. Aber ich werde eh gleich erst nochmal sterben. Und dann probieren wir es nochmal. Da durchzuspurten. Hurtig, hurtig. Oh, was ist das denn? Ist da was? Ne. Da eine Höhle. Nicht so sonderlich. Wir könnten einfach unsere Klamotten anzünden. Dann wird uns schon warm. Da hat noch nie jemand dran gedacht. Es hält vielleicht nicht die ganze Nacht, aber naja, so ein bisschen. Ne, so ein bisschen. Und wenn ich jetzt hier so runterjumpe, wollte mal versuchen zu gucken, ob das sehr auf die Gesundheit geht. Na, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben die dann nicht aufgenommen nach dem Laden. Das ist das Blöde. Deswegen habe ich noch gesagt, sollen wir nicht mal nochmal zurückgehen zum ursprünglichen Lager? Weil ich glaube, wir haben die jetzt überhaupt nicht aufgenommen. Das ist nämlich das Blöde. Ja. Das ist ganz blöd. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache Laden und wir rennen jetzt einfach bis zum Haus und noch viel weiter. Ja. Weil es jetzt eben so eine dumme Situation ist, probieren wir das mal. Probieren wir halt mit dummen Aktionen dagegen anzukommen. Ja. Hast du recht. I better keep my distance. Ja, Distance machen wir. So, jetzt nicht auf die Fresse legen. Vorsicht. Ja, ist auch eine gute Idee. Schön. Ein ganz freundlicher. Looks like some kind of radio tower. Yeah, komm, laber nicht, renn. So, klettern. Ja, einfach mit dem Kopf voran runter jumpen. Für mehr Effizienz. So, wie war das jetzt? Ich glaube hier und dann rechts, ne? Ja. Gut, das geht jetzt ein bisschen auf Hunger, aber meine Hoffnung ist halt, dass wir dann gleich im Haus ein bisschen, naja, verschnaufen können. Das Wetter ist tatsächlich ganz gut, ja.
Das ist ganz gut. So, aber zum Verschnaufen haben wir jetzt keine große Zeit. Komm, komm, komm. So, ihn hier nehmen wir noch mit. Wow. Someone's just here. Frozen. Gut. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. So, wie sieht unsere Chance aus? Ich bin mir da nicht so sicher. Hier vorsichtig? Ja, vorsichtig, sagte ich. Vorsichtig. Es kann doch nicht sein, dass er da 20 cm runterfällt und sich das Bein bricht. Oh mein Gott. Ja. Smoke ist sehr gut. Also entweder das Haus brennt oder es gibt einen Ofen. Beides macht Wärme. Es gefällt mir sehr gut. Oh je. Anyone out there? Oh, Vorsicht. Nicht noch mehr rennen, weil ansonsten bricht er sich gleich wieder das Bein. Oh, er fängt schon wieder an zu taumeln. This whole area looks like it's been abandoned for a while. Komm, Milton. So, wo ist der verdammte Eingang? Ah, hier vorne? Ja, ja, komm, wir versuchen's. Alright. Hello? Anybody here? Oh mein Gott, da ist jemand. Es wird wärmer. Es wird wärmer. Und wer auch immer das ist, er hat ein Gewehr. Oder sie, oder so. Hallo? Ich muss mich ausruhen. Unbekannt. Scheiße. Kann ich mir vielleicht erstmal... Haha, ich taumel schon wieder. Kann ich mir erstmal was zu essen kochen? Geht das vielleicht? Garen, Kaninchen. Ja. Aber wahrscheinlich brauche ich erstmal irgendwie einen Topf oder so. Ich probiere mal hier mit der kleinen. Oder Dose. Garen. Nee, es geht nicht. Scheiße. Ich habe halt Angst, dass wir sterben beim Quatschen. Kaninchen... Roh? Das brät da jetzt. Ah, es brät da jetzt, ja. 4 Minuten. Oh, fuck. Bis zum Garpunkt warten? Ja. Essen. Das hat ja voll echt wenig gebracht. Scheiße, kann ich mich hier erstmal... Kann ich mich hier irgendwie ausruhen oder so? Oh, Mann. Oh, shit, 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 shit. Ah, oh, fuck, ich leg mal das Kaninchen dahin und versuch mal zu reden, mangels einer besseren Idee. Oh Gott. Hey. Trinken, ja. Hold. Wait! Hold your fire! Get back! Okay, okay. Just take it easy. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Outsider. What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left like the others. So, must be a mainlander. Someone who doesn't know any better. My plane, I crashed in the mountains nearby. I'm looking for someone who crashed with me. A friend. She might be injured. I haven't seen her. Listen. Yep. Could you maybe point that gun someplace else? You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move, say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. The others are all gone. If you're here, things must be worse than they thought. Wer bist du? Ja, probieren wir's. Name's Mackenzie, by the way. Das ist eine gute Idee, erstmal Hallo sagen. And you are? I had a name once.
But for years, the townsfolk have called me Grey Mother. A name takes on its own life. Such that at one point, the name becomes the thing it belongs to. Then the old names fade. Can only be remembered by the young and the true. So, I should call you... You should call me Grey Mother also. Machen wir das so. Ach, da ist ja noch ein Topic. Stadtwaffe. Fragen wir mal nach der Waffe von mir aus. Sitting here with a rifle in your hands. You expecting trouble? Trouble. Trouble found me. Wie hat die uns genannt? You mean the storm? The bad men. The bad men came. Took my things. Tried to take my house. They thought they were safe. Because Grey Mother can't see. They were wrong. Ich frag zuerst mal nach der Stadt. Was zum Henker ist hier passiert? Where are we? A forgotten town, deep in the mountains. You're far from home. But where are we on Great Bear? My plane came down in a storm, and my compass was acting funny. I've lived here all my life. Not much use for the outside world. Milton's the last of the old mountain towns. Now, it's almost impossible to get to. Or get out of. Only people left here are either too poor or too proud to leave. Which are you? I have what I need. At least I did before the bad man came. Now I'm not sure I have enough to get through the winter. I need to find my friend, but I'll do what I can to help. Klar. My mind is fuzzy. Some things come through so sharp, others. Like a dream. Let me think. Let me rest. Oh ja, ausruhen wollen wir uns auch. Maybe I can pull some memories out of the fog. Maybe I can find something that could help you find your friend. Ist das Brutzeln da unser Hase, der da gerade verbrennt? Ja. Oder es war... Ach, ich weiß es nicht. Irgendwas ist da am Brutzeln. Who are the bad men? Scheiße. The men, they passed through town. The night of the storm. The night of the lights. I'm looking for my friend. She crashed with me when my plane came down in the mountains. Do you think she could have come through and been caught by these bad men? I can't say for sure. Is your friend a survivor? Yes. Wenn sie genauso eine ist wie wir. Ach ja, Entschuldigung. Ja. The town seems so quiet. Does anyone still live here? Not many. After the earthquakes, less. After last night, even fewer. Letzte Nacht, erst echt. Where did everyone go? That I cannot say. All I know is that I heard screams and could smell smoke for most of the night. Puh, es wird alles verbrutzelt sein. Wir werden bestimmt gleich sterben, direkt einfach instantan nach diesem Gespräch. The bad men. Did they try to hurt you? Everyone thinks being old means you're weak. But they underestimated Grey Mother. It seems they did. Oh mein Gott, ja. Genau, davon hat sie berichtet. Erzähl uns mehr. You mentioned smelling smoke? Someone came here. One of the townsfolk. Tried to convince me to leave.
They said there were houses burning in the town. They said people were scared and were leaving for the coast on foot. Foolish plan. But that's what they said to do after the quakes. If there was ever another emergency, go to the coast and help will come. They wanted me to go with them. But I'm not ready to leave Milton. They left you here? Alone? I'm not alone. I have my Lily. Lily? Ida? Vorräte klingt eigentlich nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, sie einfach direkt anzupumpen, aber hey. I crashed without much food or gear myself. And if these bad men clean you out, we're gonna need to find some food and fuel. For neither of us is gonna make it through the next few days. You have any idea where we could find some supplies? The bad men took everything. And the others in town who would have helped me are gone. The ones left will have their own worries. It's up to you, outsider. Na, großartig. I'll do what I can, but I'll need your help. There must be somewhere in town to get food, fuel, the essentials. What about your friend? Aren't you in a hurry to find her? Yes, I am. And I'll be looking for signs of her. But there's a lot of ground to cover. And without gear, I won't make it. Da ist was dran. So while I'm looking for supplies, you see what you can remember about the night of the lights, and if she might have passed through town. That way, maybe we can help each other. Ja, machen wir einen Win-Win draus. Outsider, Greymother can't promise she can unlock the secrets in the dark cupboards of her mind. But she'll try. Können wir hier auch raus und später weiterreden? Weil ganz ehrlich, ich würde gern mal gucken, ob wir jetzt gleich sterben, wenn wir hier rausgehen. Ich probier's mal, Space. Speichervorgang, okay, immerhin. Ungenießbar verbrannter Fraß, ja, es ist ja sowas von klar. Das ist ja sowas von klar. Suche nach der Tankstelle nach weiteren Vorräten. Okay. Haben wir denn sonst noch irgendwas zu essen? Weil es sieht halt nicht gut aus, ne? Shit. Wir haben nur noch Trinken. Nur noch Trinken. Können wir zwar machen. Weiß aber nicht, ob es wirklich hilft. Dem Hunger hilft es halt nicht, ne? Scheiße, ich sehe nix. Gespeichert hat er gerade. Wir können theoretisch mal rausgehen, gucken, ob wir zur Tanke kommen. Was? Wasserflasche? Schlafen, ja. An sich ja. Nur wo? Können wir hier schlafen? Wir? Nee. Oh Gott, ich sehe genau gar nichts. Licht. Anzünden, ja, mach. Aha. Hier muss man doch schlafen können, ganz ehrlich. Hier oben ist bestimmt irgendwo ein Bettchen, oder? Ja, komm, da ist ein Bett, da ist ein Bett, da ist ein Bett. Schlafen, 6 Stunden. Komm, wir probieren's mal. Geheilt, gut. Okay. Ja, wir sind nur am Verhungern und am Verdursten und unser Health sieht nicht besser aus. Sieht nicht besser aus. Scheiße. Schmerzmittel, ja, großartig. Ja, wie kriege ich denn Health? Sag mal. Ich meine, klar, ich brauche Essen, das sehe ich ein. Aber ansonsten? Man muss doch ein bisschen Health kriegen von irgendwas, was man hier macht. Ist das ein Mist? Ja, anzünden. Gut genährt schlafen, ja, großartig. Gut, dann pass auf. Dann müssten wir eventuell nach dem Neuladen
Ja, mal gucken, ob wir hier irgendwo in der Bude vielleicht was zu essen finden oder so. Wenigstens ein Fitzelchen. Wenigstens ein Fitzelchen, weil wie soll ich sonst überleben, ne? In der Küche, ja. Gucken wir zuerst nach Essen. Oh, ich lebe noch. Gucken wir zuerst nach Essen und dann nach dem Bett. Das klingt nach einer guten Idee und hier sind auch noch mehr Sachen. Ist natürlich ein bisschen blöd. Boah, die jetzt hier erstmal zu beklauen. Alter, ich hab keine Kontrolle. Ich hab keine Kontrolle. Kochtopf. Shit. Noch lebe ich, ja. Ja. Nicht mehr lange. Ich bin sehr zuversichtlich. Merkt man das? Gott. Hier vielleicht irgendwas? Was? Dose Sardinen. Ja, essen. Direkt. Sofort. Oh mein Gott. Zu trinken hatte ich, glaube ich. Doch, hatte ich noch was? Hab ich noch was? Ja. Hab ich. Komm, das reicht. Das reicht. Das reicht. Okay. Anzünden. Ah, wie ich einfach auch nichts sehe, ne? Kühlschrank durchsuchen. Nichts, aha. Okay. Ist da noch irgendwas? Ah, er ist am Taumeln. Ich komme da nicht hin. Karton. Ah, verflucht. Ich sehe nichts. Ich muss zum Bett. Ich könnte mal versuchen, jetzt zu... Ben, jetzt müsst ihr doch eigentlich nur einschlafen, oder? Ganz ehrlich. Müsst doch eigentlich nur einpennen. Komm, wenigstens eine Stunde oder irgendwas. Schlafen. Ich probier's mal. Nicht schlafen, ja. Schön. Weiß ich nicht. Kann ich gleich mal gucken. Wir haben ein bisschen Health regeneriert. Ein bisschen. Ich habe keine Leiden angeblich. Keine Leiden. I'm gonna need to eat soon. Ja. Boah, es ist jetzt so. Ja. Ist jetzt so mittelgeil. Ich glaube nicht, dass wir sonderlich weit kommen. Aber ich versuche mal rauszugehen, mal gucken, ob wir irgendwas finden. Tja. Tankstelle. Kann man hier. Kommt man in die anderen Häuser? Wir müssen halt irgendwas probieren. Hier ist zugenagelt, ne? Ja, ist zu. Hier? Da stehen Autos davor auf jeden Fall. Ah, komm. Du schaffst es. Tür öffnen, ja. So. Ach, wir sind in der Bank. Ja, großartig. Das freut mich ja enorm. Und was gibt's hier? Kaugummi. Bank verlassen. Shit, die ATMs sind kaputt. Nee, dann wird's auch schlecht an der Tanke. Stoff. Nee, jetzt nicht zerlegen. Oh Mann. Was haben wir hier? Mülleimer durchsuchen, ja. Metallschrott. Schublade, was? Schublade durchsuchen. Kann ich das im Dunkeln machen? Einfach, wir tasten einfach mal. Hausschlüssel des Bankmanagers. Ja, okay. Ja. Stapelpapier, ja. Nimm. Hier, crunchy stuff. Oh, es nutzt ein bisschen. Ja. Jetzt würde ich gerne noch eine Runde pennen. Ich einfach überhaupt nichts sehe, ne? Gipfelbrause, schön. Ich freue mich. Hallöchen, Tomoe, wie geht's? Junger, gebrechlicher Mann hier. Stapel Papier, ja. Ich versuche erstmal zu pennen, oder? Oh, jetzt bin ich hier irgendwo reingestiefelt. Shit. Ich brauche eine Lampe. Ja, komm. Probier mal wieder ins Haus zu kommen. Wo geht's denn hier raus? Da. Oh, wieder einfach taumelt. Gibt's hier noch irgendwas? Karton? Leimer, Stuhl. Kann ich? Was? Bügelsäge zum Zerlegen. Ja. Natürlich.
Bank verlassen. Oh mein Gott. Okay, komm. Ich will noch ein bisschen heier machen. Könnte es nicht auch langsam wieder Tag werden? Eigentlich. Das wäre auch schön. Würde mich sehr freuen. Mann, das ist aber ein Rumgezuppel zwischen zu wenig Health und zu wenig Essen. Toll. Ich hätte gerne eine Vorhersage, wie lang ich schlafen kann, ohne zu verhungern. Verbrannte Kalorien, ja, wie viel habe ich denn? Wie viel habe ich denn? Wie viel habe ich denn? Moment. 300 irgendwas, ja, super. Na komm, dann mach mal 3 Stunden schlafen. Alles gut, auch wenn du nur kurz reinschneist. Alles gut, vielen Dank für den Besuch auf jeden Fall schon mal. Okay, es ist hell. Das ist sehr schön, das spart ein bisschen Zeug. Das spart ein bisschen Zeug. Ich möchte hier speichern. Ich möchte hier speichern. Ich mache einen neuen Spielstand. Odds 3. Oh Mann. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Kann ich das irgendwie weglegen? Moment, so vielleicht? Ja. Oh, jetzt können wir uns hier ein bisschen umgucken. Es ist ja sowas von anstrengend. Beil benötigt, will ich gar nicht. Radio. Das wird, glaube ich, nichts tun. Boah, jetzt könnten wir vielleicht als erstes mal, also reden können wir natürlich immer noch, aber wir müssten mal zur Tanke. Das wäre ganz gut. Jetzt können wir uns vielleicht wenigstens ein bisschen orientieren. Oh, ist ja sowas von viel besser. Oh, ist ja sowas von viel besser. Okay. Ich weiß trotzdem nicht, wo die Tanke ist, aber hey, vielleicht da? Was sieht hier nach Tanke aus? Wir haben ja gerade gespeichert. Ist vielleicht nicht so schlecht. Ja, an sich alles ganz gut. Bis auf die Tatsache, dass ich ständig sterbe. Aber ansonsten ist alles gut. So, das ist Post Office. Wir gehen erstmal hier in die Richtung. Mangels einer besseren Idee. Komme ich denn hier irgendwo sonst rein? Okay. Es geht. Karte. Ja. Habe ich eventuell schon eine? Wo würde ich denn, sehen? Orte, nee. Schlüssel haben wir, genau. Ah, hier, sehr gut. Oh, da unten. Nee, das ist Graue Mutter. Hä? Suchen an der Tankstelle. Ach so, das gehört irgendwie zu der Mission jetzt quasi, oder was? So, wir sind hier. Und wir müssen ganz weit in die Richtung da, aha. Kurzwellentour. Okay. Und das hier Sankt Christopher-Kirche. Ach so. Ja. Doch, das ist die Sankt Christopher-Kirche. Genau das. Gut. Okay, ich guck mich hier erstmal um, wenn wir hier schon mal sind. Metallschrott. Brand. Oh, Brandbeschleuniger. Das klingt nicht schlecht. Metalleimer, nee. Hallöchen, herzlich willkommen im Stream. So. Oh Mann, gibt es hier irgendwas? Metallregal, das wird bestimmt nicht funktionieren. Ja, aufgerollte Zeitung. Ja, ich will Feuer machen können. Das klingt sehr gut. Oh Mann, ey, das wird ein sehr longes Dark hier für mich, glaube ich. Heieiei. Fängt sehr gut an. Stapel Papier. Gut. Sonst aber nicht so viel, oder? Klar, hier könnte man noch ein paar Sachen zerlegen und so. Das hebe ich mir vielleicht noch auf. Oh, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Guck mal, sind wir über 50 Follower. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Wenn das jetzt so bleibt, für ein Weilchen, dann ist das doch ganz gut. Puh. It's my very first time here in the Long Dark. So, I'm not really sorry if it takes a little longer, the dark. But on the other hand, yeah, maybe a little bit sorry.
that I fail so much. Was? Durchsuchen? Ja, mach mal. Ist hier vielleicht irgendwie ein Leckerli? Notiz zum milden Geheimversteck, aha. Meine Liebe, dieser brummige Idiot an der Orca. Ich glaube, ich sollte das nicht jetzt lesen, oder? Ich nehme es mal mit. Ich nehme es mal mit. Fahrzeug verlassen. Oh Mann. Stay alive, stay alive. Ja, ja. So, bin ich denn hier auf der richtigen Fährte? Gott, ich glaube, ich muss mich wieder beeilen, oder? Muss mich doch beeilen. Hier ein bisschen Gipfelbrause. Ist bestimmt sehr lecker und auch nahrhaft. Oh, das hat sogar ein bisschen Hunger getilgt. War das Hunger getilgt? Oder kommt es mir nur so vor? Ich habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich bin unaufmerksam. Map. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. Und ich laufe mal nicht. Ich laufe mal nicht. Ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, das ist gut. Dann will ich mehr davon. Dann will ich mehr Mountain Dew. Ich meine Gipfelbrause. No. Guck mal, hier gibt es bestimmt das gute Zeug. That's good to hear. Because yes, this is normally a German language stream. But feel free to try to learn some German then. Why not? Was? No cash, ah. Ja, sag ich doch, ATM hier, ne? Wenn er kaputt ist, ja, ist blöd. Kann natürlich sein, dass das Internet hier weg ist. Hi, weg ist. Also, Gemischtwarenladen. Meine erste Frage ist, lässt er uns etwas mitnehmen von seinem Kram? Ich bin Kaugummi. Hi, Mr. Unbekannt. Well, that's a lie. Stranger, have you escaped the town? Gewissermaßen. No, I just arrived. Wir haben die Nacht überlebt, der Nacht entkommen. You look weary, traveler. Come, warm yourself by the fire. Who are you? Das machen wir gern. I'm nobody, but you can call me Methuselah. I'm here to witness the passing of an age. What do you mean? Oha, große Worte. Don't you see the signs? Was fragen wir zuerst? Merkwürdig hier. Ich weiß nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Komm, wir machen einfach mal ein paar Sachen. Wenn wir gerade einigermaßen gut dastehen. I don't recall seeing it on any maps. This is Milton. Paradise Lost. It's a town of the old world. Discarded, left behind. You won't find much hope. I need to find my friend. I'm not sure you'll find any friends here. Na, großartig. Naja, bisher sind die Leute, die wir getroffen haben, ja relativ... Ich sag mal so... Die Bar ist gerade ziemlich niedrig. Sie haben uns zumindest noch nicht erschossen. Ja, und ausgeweidet. Das ist schon mal ein Vorteil. You seem oddly familiar, old man. Is that right? Yeah. And this whole place feels strange. Es sieht wirklich ein bisschen aus wie wir, oder? Im Spiel. The quakes changed everything here years ago. Great Bear's back was broken. And it's been laid low ever since. Then what are you still doing here? Aren't we here to witness an apocalypse of an apocalypse, you and I? No one thought the world would end this way. But how could they not have seen it? It's probably just the storm. Power failure. I'm sure everything will be back. Internetausfall. I'm not sure anything will ever be... Back to normal. Ja, vielleicht wenn dieser verdammte Schnee endlich ein bisschen schmelzen würde. Boah, ich habe noch so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht jetzt nach diesem ersten Hammer es vielleicht ein bisschen besser wird jetzt, ne? Nach Astrid fragen wir gleich. Any idea why all the cars are stalled and left behind? They all stopped running. People abandoned them. Nothing but metal coffins now. You always this cheerful?
My heart weeps for you, stranger. My days are nearly finished. But you'll have to live with what remains. Na, bin ich mal gespannt. Ich finde das Voice-Acting irgendwie ziemlich geil bei dem Spiel, muss ich sagen. Also bisher hat mich alles sehr überzeugt, was das angeht. Ist irgendwie sehr cool. I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed. But it looks like she must have made it out alive. Ist das so? Na gut, das Feuerstelle und so. Pass by here. Many people have passed. All have gone into the town. I haven't seen any come back. Okay, ich glaube, das war's auch erstmal. Na gut, merkwürdig, bekannter Typ, bekannt aussehender. And good luck to you. Dankeschön, das ist sehr nett. I hope you find what you're looking for. Ja, ein bisschen was zu essen wäre nicht schlecht. Alright. Hat er denn gespeichert? Soll ich mal hier manuell speichern? Vielleicht überschreibe ich sogar mal. Ja, mach mal. Ja, sieht gut aus. Es sind schon wieder 40 Minuten und was? Weißt du was? Dann machen wir an dieser Stelle einen kleinen Folgencut. Oh, hier ist ja hell. Mhm. Dann machen wir an dieser Stelle einen kleinen Folgencut. Ich gehe mal eben ins Pausemenü. Machen wir im Stream gleich weiter. In wenigen Minuten. Aber in der Aufnahme gibt es erstmal ein kleines Päuschen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und bis zur nächsten Folge dann. Macht es gut und tschüss.